Hallo, bonjour. Ja, es ist ein Spiel französischer Entwickler. Deswegen diese klischeehafte Begrüßung. Aber das soll nicht das Thema sein. Auch nicht, woher die Entwickler kommen. Denn auch aus Frankreich kommen super Spiele. Zum Beispiel Endless Space 2 oder das D&D-Rollenspiel Crown of the Magister. So, last time. Apropos Crown, ja, Crown Wars, The Black Prince, denn statt einer neuen Folge, einer normalen Let's Play-Folge, wie heißt es so schön im YouTuber-Jargon, schon wieder französisch, wir müssen reden. Obwohl ich den Satz irgendwie auch ein bisschen blöd finde, weil ich kann reden und ihr könnt zuhören. Also, um mal ein wenig ernst zu werden. Denn wir haben wirklich ein ernstes Thema. Das ist so. Anfang dieses Jahres gab es ja die erste Steam-Demo. Kurzum, ich habe die Demo runtergeladen und habe gemerkt, ja doch, da steckt was drin. Das könnte mir gefallen. Und dann so im März dieses Jahres gab es dann auch ein Statement von den Entwicklern. Kurz vor Release. Ja, also hey Leute, wir verschieben das Spiel um 2 Monate auf den 23. Mai und aufgrund des immensen Demo-Feedbacks und wir versuchen so viel wie möglich an sinnvollen Vorschlägen einzubringen in den 2 Monaten und nehmen uns das zu Herzen, so sinngemäß. Denn auch ich hatte beim Spielen der Demo schon gemerkt, beim Combat-Gameplay, da hakt es an manchen Stellen und was mir besonders aufgefallen ist, die Gegner haben einen ziemlich großen Bewegungsradius angesichts der Level, auch mit ordentlichen Höhenunterschieden. Allerdings habe ich dann auch festgestellt, nach Night's Tale, wenn man meint, man hat genügend Abstand zu den Gegnern und steht hinter einer Mauer, dann kamen die Gegner über die Mauer geklettert und hintenrum und haben einen dann ja, von hinten so einen Dolch in den Rücken gesteckt. Ja, da hat man erstmal blöd geguckt, da dachte ich mir, könnte ein bisschen weniger Bewegung sein für meinen Geschmack, was ja im Prinzip mehr so ein Balancing-Problem ist und teilweise auch ein bisschen Geschmackssache ist. Aber vielleicht kommt es ja in der Release-Version, ja, dass das vielleicht noch ein bisschen unbalanced ist. Aber kommen wir dann zum Knackpunkt, was mir aufgefallen ist. In der Demo war das Overwatch-System so gut wie nutzlos. Und gerade beim Spiel, wo die Gegner ja sehr weit vorrücken können, muss man ja Bereiche absichern bzw. seine Companions absichern mit Tanks oder Kämpfern. Da habe ich mir ein paar Steam-Kommentare durchgelesen und da stand das dann auch drin mit Overwatch, dass das bemängelt wird, auch von anderen. Und dann dachte ich mir so, in den 2 Monaten wird da bestimmt dran geschraubt, weil das ist ja, denn das ist ja essentiell bei so einem Taktik-Kampfspiel, dass das Overwatch-System funktioniert. Just warming up. Ja, und dann kam der Release. Ich war immer noch ein bisschen unsicher, ob ich es wirklich ja, kaufen soll. Ich habe es dann doch gekauft, ein bisschen Frühbucherrabatt, weil es gefällt mir irgendwie vom Prinzip und auch von der Umsetzung. Also da ist schon ordentlich Polishing reingeflossen und Entwicklungsarbeit, das merkt man. Und nach Release habe ich dann erstmal den Anfang gespielt, alles in Ordnung. Bis zur 2. Schlacht, die heißt, glaube ich, Attentat. Erst muss man eine Person ausschalten, das war relativ locker. Und danach muss man zu einem Extraction Point gelangen und kann dann auch diverse Geschütze benutzen, also Ballista und Kanonen. Und im Nachfolgenden werde ich mal so ein paar Szenen aus diesem Versuch, das war, glaube ich, der 3. Versuch, rausnehmen, rausschneiden und dann die einzelnen Szenen mal besprechen, damit ihr das auch seht, was ich meine. Overwatch-Szene. So, da sind wir. Die Attentäterin ist die Figur mit dem Dolch. Das ist das Ziel, was man zu eliminieren hat. Ja.
Wir haben die Ballista in Beschlag genommen. Und gehen auf Overwatch. They won't get through. Und jetzt kommt die Meldung, Verstärkungen sind unterwegs. Okay, ist ja noch nicht bedenklich. Und die ersten umkreisen uns. Das meinte ich. Okay, die Overwatch-Zone war vorne. Alles gut. Oh, Crit, Pech für uns. Die Attentäterin kommt und durchbricht die Overwatch-Zone. Das Feld, was als Overwatch deklariert war, ist sie ohne Bestrafung, konnte sie ohne Bestrafung passieren. Das geht nicht. Der Beweis. So etwas vorgespult, 1930. Die Attentäterin ist fast tot. Die Attentäterin, die Wilderin. Wir sind ja in dem Fall die Attentäter. Aber laut Auftrag. Eine kleine Heilflasche. Man sieht schon. Es geht ans Eingemachte. Vor allem, wenn die Gegner critten und wir nicht. Und wir haben einen Timer, 14 Runden bis zur Niederlage. Tja, Dolch in den Rücken und tschüss. Ziel erreicht. Eliminiere das Ziel. So, und jetzt neue Aufgabe oben links. Führe deine Gefährten zum Extraktionsbereich. Wir wissen, er ist ungefähr links oben. Da ist er. Und direkt daneben kommen in zwei Runden Verstärkungen. So weit, so gut. Noch bestand Hoffnung. I won't disappoint you. So, und die ersten Versuche haben natürlich gezeigt, dass die Kanone wichtig ist. Links. Also nichts wie hin. My blade is yours. Und wir haben auch die Ballista besetzt. Schießen. Eine ordentliche Reichweite. Wir freuen uns schon auf einen satten Treffer. Haha. Ausgewichen. Tja. Da war die Vorfreude dahin. Aber das kann passieren. Wie gesagt, der XCOM-Faktor. My blade is yours. Daneben schießen ist immer möglich. Aber wir haben noch die Kanone. Und wir werden sie benutzen. Und wird es ein Erfolgserlebnis? Natürlich wollen wir mehrere Einheiten treffen. Die ordentlich gepanzert sind übrigens.
Das sieht gut aus. Die Einheiten sind benommen. Also Stunt quasi. Und für ein oder zwei Runden außer Gefecht. Sehr schön. Es keimte wieder Hoffnung auf. Noch 10 Runden bis zur Niederlage. Ich spule mal vor. Die Einheiten waren immer noch stunned. Let's go! Und wir hätten die Ballista wieder in Beschlag genommen. 47. Also, wir schossen. Und da war er, der XCOM-Faktor. Er steht direkt vor unserer Ballista und wir schießen daneben. Oder beziehungsweise ist ausgewichen. Noch bestand Hoffnung. So, und wir sind gestellt worden an der Ballista, weil die Stunt-Enemies hatten sich wiederholt und machten uns arg zu schaffen. Und wie ihr seht, fingen wir an zu leiden. Bis dahin war aber immer noch Hoffnung vorhanden, aber man sieht auch, dieser Kämpfer hat mehr Hitpoints als wir und ein Schild und 2 Rüstungspunkte. So, ich spule mal vor. Und dann... werden neue Verstärkungen angekündigt, auch beim Extraction Point. Ja, und da kam schon so der Gedanke, hallo? Wie soll das denn funktionieren? Ich spuck mal vor. Es kamen wirklich nochmal starke Einheiten. Unter anderem eine Bestienbändigerin, die auch einen Falkenangriff hat und ein, ja, gepanzerter Krieger mit Schild. Und ich glaube 2 Armbrustschützen. Ja, und wir waren schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Die Ballista hatte 2 Runden Nachladezeit. Auch nicht gerade sehr erquickend, weil wir wollten ja nicht die ganze Zeit da stehen bleiben. Wir hatten es ja eilig. Also wir hatten noch eine Übermacht an Feinden und wir wurden quasi festgenagelt an der Ballista. Weil wenn wir jetzt, ja, auf die Pfanne zurennen, werden wir niedergemacht. Oder würden wir niedergemacht. Und wir hätten nochmal einen Schuss für die Ballista. Frei.
leider nicht in Range. Beziehungsweise im Schusswinkel. Und auch sonst keiner. Hm. Man kann das Geschütz natürlich drehen, klar. Aber die Feinde bewegen sich ja auch andauernd. 5 Runden bis zur Niederlage. Und die Extraction Zone ist quasi blockiert, abgeschirmt von den Feinden, die noch frisch sind. Hinter Barrikaden und so weiter. Und wie gesagt, es gab einen Falkenangriff und einen Giftflaschenwurf auf uns. Also die Feinde können auch alle Register ziehen. Ich mach's kurz, vorgespult. Wir mussten natürlich vorrücken. Haben es auch bis zur Extraction Zone geschafft. Aber ja, der Preis war zu hoch und wie man sieht, haben die da noch frische Kämpfer. Und wir sind schon halb down. Overwatch funktioniert nicht. Tja. Klar, ein bisschen Pech kam auch dazu. Kein Ballistenschuss hat getroffen. Klar, aber gut, das ist ja XCOM. Ist ja auch okay. Kann passieren. Hold this position. At your command. Die ersten Toten. Die Feinde treffen immer. Pech, also. Just warming up. Ja, da war schon klar natürlich, das funktioniert nicht. Da muss ich ganz klar sagen, das ist Balancing aus der Hölle in der zweiten Mission auf normalem Schwierigkeitsgrad. Also sowas zu präsentieren in der zweiten Kartenmission. Und klar, wir haben es teilweise zur Zone geschafft, aber natürlich nicht mit allen und dann ist die Schlacht verloren. Man muss ja alle rausbringen. Kann sein, wenn man das 5-6 Mal spielt, dass es dann irgendwann klappt, aber naja, wie gesagt, Balancing aus der Hölle. Und wenn das... Sorry, dass ich mich nochmal wiederhole. Wenn das Overwatch nicht funktioniert, dann ist das für mich indiskutabel. Also ich warte natürlich auf den ersten Patch und werde das Overwatch-System testen und wenn es gut funktioniert, werde ich eventuell weiterspielen oder warte auf den nächsten Patch. Consider it done. So, das zum Stand von Crown Wars, The Black Prince. Es müsste momentan heißen Crown Wars Balancing Out of Hell, aber gut. Wie gesagt, ich will ja den Entwicklern auch nichts Böses. Aber die müssen dann dringend nachpatchen. Denn ich glaube schon, dass aus diesem Spiel, aus diesem Rohdiamanten schon was werden kann. Aber ich fürchte, das wird noch ein paar Monate dauern. Wie man sieht, bricht die Wilderin einfach durch die Overwatch-Zone, ohne belangt zu werden. Außerdem finde ich, dass die Overwatch-Zones größer sein sollten, wie Night's Tale. Da konnte man meistens so ein Hufeisen oder so einen Winkel formen, dass man die Companions besser absichern konnte. Denn wie gesagt, die Feinde haben so viel Bewegung, die können ja auch die Linie umgehen locker. Und wenn man nur 3 Felder vor sich in einer Linie belegen kann mit Overwatch, dann reicht das einfach nicht, finde ich.
Abgesehen davon ist die Mission Attentat für die zweite Map-Mission Balancing aus der Hölle, weil die Feinde viel zu zahlreich sind und auch zu powerful. Kann sein, dass man es nach ein paar Mal spielen, fünfmal oder so raus hat, dass man ja das irgendwie austricksen kann, das System. Also dass man irgendwann drauf kommt. Aber ich finde, bei der zweiten Map-Mission möchte man nicht irgendwie 3, 4, 5 Wiederholungen machen. Das ist einfach dann frustrierend für den Einstieg. Das unterbricht den Spielfluss und die Lust, erstmal reinzukommen ins Spiel. So, Amen. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ich warte auf den Patch, liebe Entwickler von Crown Wars. Also dann bleibt dran, bis zum nächsten Crown Wars Video. Ciao, euer Montor.